herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, mal wieder ein Dual-Moto-Vlog. Marky Moto ist wieder am Start. Ihr habt gerade seinen affengeilen Auspuff gehört. Damit auch ein Hallo von mir. So, wir dürfen eigentlich bis nach ganz vorne, oder? Wir sind ja Fahrräder. Ja. Also, wenn Troyer Rider dabei wäre, der dürfte auf jeden Fall mit seiner CBR. Meine Duke geht auch noch als Fahrrad durch, aber hier die CBR. Ja gut, also ja, es ist noch gedrosselt. Es ist ein gedrosseltes Fahrrad. Wie gesagt, wir sind legale Bürger, wir dürfen das. Auf jeden Fall sind wir hier wieder in Heilbronx City unterwegs. Wir machen die Stadt auf jeden Fall echt unsicher mit unseren Bikes. Rot, rot. Was haben die hier mit uns vor? Ich meine, wir erwischen keine grüne Ampel. Das ist alles abgekartet. Die Stadt hat sich gegen uns verbündet. Ja. Ja, das ist, die haben uns im Blick. Die beobachten uns. Aber hallo, das ist ja echt unter aller Kanone. Die haben hier überall, das ist hier versteckte Kamera. Ja, bestimmt. Überall. Jetzt warte ich nur, dass der Typ da um die Ecke kommt. Oh, verstehen Sie Spaß? Ja, genau. It's just a prank, bro. It's just a prank. It's just a social experiment. So, vielleicht schaffen wir die Ampel. Mal. Nein! Oh. Was? Auf jeden Fall, ihr seht's, Leute, das Glück ist auf unserer Seite, definitiv. Ich will kurz etwas erzählen, wie ich Marky entdeckt habe. Und zwar kenne ich ja Troyer Rider und Pistol Rides, und die haben dann, also sind mal mit Marky gefahren und haben so gesagt, der macht bald Wondervlogs und so. Dachte ich, kann man auf jeden Fall mal dranbleiben. Und so habe ich ihn entdeckt, so gesehen. Also nichts Spektakuläres. Guck mal, da drüben fährt noch jemand anderes Motorrad. Ein anderes Motorrad? Was? Da. Ah. Komm zurück! Hello, darkness, my old friend. Wir haben gerade schon so ein kleines bisschen was geplant, so ein paar Ideenanstöße ausgetauscht. Und ich denke, das Jahr wird geil. Aber sowas von. In Verbindung mit YouTube brennen wir richtig durch. Da werden wir die, wie sagt man, die Hamburger Biker Gang, also jetzt in dem Bezug Blackout, Cover Q und so weiter, machen wir dann einfach für Heilbronn, oder? Keiner wird mehr, die Leute gucken nur noch, wir sind jetzt hier, die cool. Ich meine, ist ja jetzt schon so, keiner guckt mehr Blackout, alle gucken Männer Rides. Natürlich nur kleiner Spaß, Leute. Ich will hier keinen angreifen. Aber damit wären wir, glaube ich, auch schon bei einem ziemlich coolen Thema. Und zwar, was für Motorvlogger wir so in unserer Freizeit gucken, was uns da so interessiert. Und ja, Marky hat ja gerade schon gesagt, dass er mit Marc, der Motorvlogger, angefangen hat. Und ja, also so wie es bei Marky Marc war, hatte ich natürlich auch einen Motorvlogger, den ich von Anfang an verfolgt habe. Und zwar war das bei mir J mit Motos. Und ja, ich bin einfach am Ball geblieben und gucke den jetzt immer noch und ist einfach so ein cooler Dude. Was guckst du, wen guckst du noch so? Ich? Oh Gott, alle möglichen. Also auch Chill mit Moto. Früher halt, wie du schon gesagt hast, Marc der Motorvlogger. Blackout, Lactovites, Kurvenradius TV. Wen gibt es denn noch alles? Kann man ja unendlich lang auflisten. Aber jetzt so spontan sind es einfach zu viele. Ja, also bei mir hat sich das in letzter Zeit komplett verändert. Also ich war ja auch immer auf dem Hype, so was die Motorvlogger angeht, Blackout, Cover Q und sowas. Es hat sich in letzter Zeit total geändert, sag ich mal. Also ich gucke jetzt die meisten so gut wie nicht mehr ab und zu mal noch, aber ich habe mittlerweile auch ziemlich viele kleine YouTuber, die ich so gucke. Unter anderem auch. Ah, ja, ja, genau, Slutty gucke ich auch. Ja, unter anderem zum Beispiel Marky Moto. aber auch, wer mir in letzter Zeit ziemlich positiv aufgefallen ist, ist Super Plus. Ja, das habe ich auch gesehen. Der hat ja auch so Sticker zugesendet, ne? Ja, der hat mir seine Armbänder und seine Spamkarten zugesendet. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Den gucke ich auf jeden Fall auch an. Der ist eigentlich auch relativ professionell, was seine Reichweite angeht. Und ja, im Endeffekt schaue ich ziemlich, ziemlich viele kleine Motovlogger in letzter Zeit, weil die großen werden mir teilweise viel zu Mainstream und ja, wie gesagt, der einzige große, den ich noch so angucke, ist J mit Motors. Slutty gucke ich natürlich auch noch an, weil der echt objektiv bleibt und ja.
Ja, ich gucke dich natürlich auch immer an. Was mir gerade noch eingefallen ist, zum Beispiel Meddes. Ja, Meddes, der stimmt. Der macht auch richtig geile Cinematic-Videos. Sein Face-Reveal. Ja, Face-Reveal. Welche Art von Motorradvideos ich gerade vergessen habe, sind allgemein die YouTuber, die nur Edit-Videos, also Zusammenschnitte machen. Da gucke ich relativ, also eigentlich gucke ich da alle an, die bei Riders United mit drin sind. Größtenteils natürlich Roger Crew, der Driver, Moto Records, alle die. Ich kann es hier nicht alle nennen, das wären dann eindeutig zu viele, aber auf jeden Fall gefällt mir die Richtung von Videos auch immer besser. Wie gesagt, Leute, alles legal, alles im grünen Rahmen. Ihr braucht euch ja keine Sorgen zu machen, dass da irgendwie ein gewisses Teil im Auspuff fehlt oder so. Nein, da ist alles Standard. Ja, auf jeden Fall. Das ist keine Aftermarket-Auspuffanlage. Nein, Officer. Das ist so Standard. Einmal Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Hab ich vergessen. Zufällig. Zufällig. Ganz zufällig. Mit dem DB-Killer. Nein, du musst sagen, wenn du von der Polizei angehalten wirst und die so fragen, wo ist denn dein DB-Killer? Musst du einfach sagen, oh Mann, die Jugend von heute, jetzt stehen es sogar die DB-Killer. Den Spruch habe ich irgendwann mal unter einem Instagram-Bild gelesen und ich bin in Lachflash ausgebrochen. Ja. Ich dachte so, das muss ich echt bringen. Ja, absolut. Also wenn nicht das, was dann? Also ich meine, die Welt wird immer illegaler, außer das Motorrad von Makimoto natürlich, aber die Jugend, also immer diese Jugend von heute. Ja, die Jugend von heute, ja. Ich kann mich gar nicht reinzählen, ich bin komplett anders, auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht der Tag auch so langsam zu Ende, also wir haben jetzt hier noch Nachmittag, aber ihr seht, es wird so langsam dämmerig hier. Ziemlich schon, schade. Schon 15 Uhr. Ja, wird bald dunkel. Und ich freue mich so auf den Sommer, da kann man noch um 9, halb 10 raus und es ist einfach geil. Ja, das ist echt. Tja, der Winter. Lass mal links rüber. Ja, der Winter, das ist jetzt nicht die Lieblingsjahreszeit von mir. Früher mochte ich den Winter echt gerne, denn Schnee und so und kleine Kinder lieben Schnee. Aber für so ein Motorradfahren ist es natürlich extrem kacke. Ja, jetzt geht's einigermaßen. Wir haben, also es ist jetzt nicht bitterkalt, sag ich mal, und es ist trocken, was ziemlich geil ist. Aber ja, es macht natürlich mehr Spaß, wenn es warm ist und man Kurven fahren kann. Absolut. Falls wir euch dafür auch irgendwelche Fragen beantworten können oder so, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir helfen euch gern weiter. Also wir sind da relativ offen, also wir beantworten Fragen sehr, sehr gerne. Und von dem her, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat oder sogar schon weitergeholfen hat, dann gebt uns eine Bewertung ab. Positiv natürlich. Natürlich, nur positiv. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao. Ciao, auch von mir.